Hi Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Stadionvlog von mir. Heute bin ich in Essen beim Spiel Rot-Weiß Essen gegen Viktoria Köln in der dritten Liga. Und es ist noch Mittag, ich bin gerade eingecheckt und jetzt gehe ich ein bisschen durch die Stadt. Und dann sehen wir uns später im Stadion. Was eine wunderschöne Wand. Als Fan von Super Mario. Falls in der Essener Innenstadt irgendjemand mal seine Schuhe verlieren sollte, werden sie genau hier aufgehangen. Da kann man sie dann wiederfinden. So, hier haben wir jetzt das Ticket und jetzt geht's los ins Stadion. Schöne Infrastruktur hier. Da läuft man noch ein bisschen durch ein kleines Wohngebiet hier und an der Straße entlang. Ganz normal. Aber ich find's schön. Ich mag das. Typisch dritte Liga, würde ich sagen, nicht? Was man hier richtig merkt, ist, dass der Verein hier richtig gelebt wird von den Fans. Also das merkt man schon hier beim Ankommen. Ist halt ein richtiger Ruhrgebietsclub. Und das ist doch wirklich wunderschön, nicht? So, Kiosk da innen auch schon rappelvoll. Und wir sind noch nicht ganz am Stadion angekommen. Hier ist man noch an der Tankstelle vorbei. Hier sieht man es schon, das Stadion an der Hafenstraße. Schön wieder mit Flutlicht. Eine Sache, die ich sehr gerne liebe oder sehr gerne mag. Flutlichtmasten. Ah, hier, die Gäste sind jetzt hier im Anmarsch. So, hier kann man jetzt sehen, das Stadion heißt ursprünglich Georg-Melches-Stadion. Also ist das wohl der wahrscheinlich Traditionsname, denn da oben, da hinten an der Brücke da oben, da steht es nämlich auch nochmal drauf. So, jetzt sind wir hier direkt vor dem Georg-Melches-Stadion. Ich betone es sogar nochmal extra. Und hier der Flutlichtmast direkt vor uns. Richtig schön. Und jetzt müssen wir erstmal unseren Block finden, unseren richtigen Block. Bisher habe ich jetzt hier überall nur Essener gesehen. Egal wo man hinschaut, nur Essener. Noch kein Kölner habe ich gesehen. Mal gucken, was hier noch kommt. So, ich habe mir jetzt mal so eben sagen lassen, das Stadion an der Hafenstraße, das alte Stadion an der Hafenstraße war genau hier. Bis es dann, glaube ich, 1963 nach dem Vereinsgründer Georg Melches umbenannt wurde. Deswegen ein Georg-Melches-Stadion. Das dann aber abgerissen wurde und 2012 wurde dieses Stadion gebaut. Hieß dann nur Stadion Essen, weil es ein städtisches Stadion ist. Und jetzt hat man es heute nach dem traditionellen Namen Stadion der Hafenstraße genannt, bevor es irgendeinen Sponsorennamen kriegt. Deswegen darf man es entweder so nennen oder Georg-Melches-Stadion. So, diesen Mann kennen wir alle. Rahn schießt. Tor, Tor, Tor. Deutschland ist Weltmeister, 54. Und natürlich gehen wir dann hier auf die Rahn-Tribüne. So, da sind wir und hier direkt in vorderster Reihe, wo man natürlich sein Getränk abstellen kann. So, ganz kurz nochmal zu diesem Flutlichtmast. Es gibt nur diesen einen, weil das ein letztes Stück vom alten Stadion ist, was auf der anderen Seite da drüben stand. Und das hat man einfach da gelassen.
Heißt, das wird gar nicht mehr benutzt. Und dieses Stadion hat dementsprechend keine Flutlichtmasten. Aber, naja, ist ja heutzutage nicht mehr so unüblich. So, die Torhüter von Victoria kommen schon mal zum Aufwärmen. Aber noch kaum einer der Gäste hier in Sicht. Nur Essener hier. So, da kommen sie jetzt. Die Torhüter von RWE. Und alle freuen sich. Das ist doch schön. So, da kommen sie jetzt auch, die anderen. Und es wird einmal richtig laut hier. Selbst die Musik im Stadion geht sogar aus. So, wenn man ganz genau da nach hinten schaut, dann sieht man noch so eine alte Anzeigetafel, wo dann da irgendein Mensch steht und die Nummern da immer austauschen muss. Sowas ist schön. So, es sind noch etwas weniger als 20 Minuten bis zum Anpfiff und langsam füllt sich der Gästeblock. Aber auch nur langsam. So, wir haben nicht mehr lange bis zum Anpfiff und die geben jetzt schon richtig Vollgas. Eben kam eine Durchsage, dass die Lautsprecheranlage für die Westtribüne da drüben einfach ausgefallen ist. Heißt, die hören nicht alles, was über die Lautsprecher da gerade durchgespielt wird oder durchgesagt wird. Naja, kann jedem mal passieren. Der finale Gästeblock jetzt, wie er jetzt kurz vor Anpfiff aussieht. Das Stadion mit voller Hütte.
So, da gibt es jetzt tatsächlich Elfmeter für die Gäste. Die Essener, die sind immer wieder so nah dran gewesen. Halbzeit gepfiffen. Ja. Der Rest erklärt sich von allein. Also 0-2, Halbzeitstand. Da sind sie wieder. Die zweite Halbzeit geht bald los. Und alle sind heiß. Und glauben auch noch an den Sieg für die Gastgeber. Die freuen sich. Es steht 0-3 für Viktoria nach einer Ecke. Zurückgenommen und dann wieder doch nicht. Tor zählt aber in Minute 76. Und ich habe gemerkt, dass die Kamera nicht an war. Das war mein Versagen. Minute hat es doch noch einen Lattenkracher gegeben. 4-1. Aber die Stimmung da drüben, erste Sahne. Und das zählt. In Essen aus. Die Sieger der Herzen. Schade für Rot-Weiß Essen, dass es leider nicht gereicht hat. Mindestens ein Tor hätte ich ihm noch gegönnt. Aber wer hier mal wirklich Stimmung erleben möchte, es lohnt sich, hier nach Essen zu fahren. Stadion in der Hafenstraße. Also kommt ruhig vorbei. In diesem Sinne verabschiede ich mich von diesem Stadionblock. Es hat wieder richtig Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!